Herzlich willkommen zum Teil 3 von Liebe leben. Und wir gehen mal zurück mit unseren Erinnerungen an das erste Verliebtsein. Oha. Ja, das erste Mal richtig verliebt sein. Vielleicht war es einfach nur so ein Verliebtsein auf die Entfernung. Du hast dich nicht getraut, weil du so mitgenommen warst und ja, das ist so wow, ne? Und je nachdem, ob Mädchen oder Junge, ja, war es ja per se schon auch damals noch vielleicht diese Rolleneinteilung, wenn dann spricht der Junge das Mädchen an und nicht das Mädchen den Junge? Oder war es bei dir umgekehrt? Und ja, war deine Liebe ja auf der anderen Seite auch entsprechend da, dass auch da Gefühle da waren? Oder war sie unerwidert und du hast nur schmachtend da gesessen, hast jemand angehimmelt und ja, die andere Seite wollte leider nicht so, wie du wolltest. Ja, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ja, ich definitiv eine erwiderte, wunderbare Liebe hatte, die ja, in den, ich glaube, großen Ferien war das damals, bei meiner Tante war, wo eine, ich glaube, Großcousine oder was auch immer, irgendwie verwandt über 5 Ecken, die war auch dort und da haben wir uns gesehen und ja, haben uns gut gefunden und haben dann die Zeit genutzt, wenn meine Tante sich zum Mittagsschlaf hingelegt hat, dann haben wir wilde Küsse ausgetauscht, wir haben gefummelt. Nein, es ist nicht zum Äußersten gekommen. Das war aber eine so schöne Zeit. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht auch so eine Erinnerung? Diese Liebe, die einfach nur jetzt kannte, nur da sein. Und alles andere war einfach auch irgendwie schön. Egal, die Umgebung war egal. Also die alten Klamotten da, die alten Räumlichkeiten bei meiner Tante, das war egal. Es gab einfach nur noch dieses schöne Dasein. Da ist ein Wesen, was genauso angezogen wird. Und ja, natürlich, du hast gespürt, da ist viel, viel körperliche Anziehung dann dabei. Und das ist ja das, was uns meist, gerade in den jungen Jahren, auch zusammenbringt, dass da ja, wir feststellen, okay, Männlein, Weiblein. Ja, natürlich gibt es auch die Orientierung Mann, Mann, Frau, Frau. Ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, wo halt eben eine Mann-Frau-Beziehung immer da war und stattgefunden hat. Und Anziehung. Und ja, viele sagen, ja, diese körperliche Anziehung, das ist doch keine wirkliche Liebe. Ja, man könnte sagen, dass das vielleicht die mehr tierischen Reste in uns sind, die uns da steuern, die uns zusammenbringen und die dann auch im Endeffekt natürlich zu sexuellen Handlungen führen. Und ich weiß nicht, wie dein erstes Mal sexuell verlaufen ist. Ich hatte, sag ich mal, das Glück, dass ich
kommen durfte, also wirklich einen Orgasmus gespürt habe und aber auch gemerkt habe, dass der Gegenpart vielleicht nicht diesen Orgasmus spüren konnte, wie ich ihn gespürt habe. Und das hat mich ein bisschen dann traurig gemacht. Und auf der anderen Seite war man natürlich konditioniert und hatte das noch gar nicht so drauf. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie ist diese Verbindung Liebe und Sex? Ist das eins bei dir? Suchst du im Endeffekt nur Sex, wenn du sagst, ich möchte Liebe machen, mit jemandem zusammen Liebe erfahren? Ist das dann nur Sex oder ist da vielleicht sogar mehr? Konntest du das spüren? Und vielleicht hast du ja auch dieses Erlebnis gehabt, dass dann aus diesem Liebeszusammensein dann auch wiederum neues Leben erwachsen ist. Also ja, die Liebe erschafft auf dieser Ebene dann auch neues Leben. Wow! Wie ist das für dich? Also quasi, du lebst Liebe indirekt und erschaffst mit der Liebe Leben. Wie ist das für dich? Wie ist das über die Jahre für dich? Ich weiß nicht, wie alt du bist, wenn du jetzt hier zuschaust. Die meisten meiner Zuschauer haben schon ein paar Jährchen hinter sich und haben vielleicht auch die ein oder andere negative Erfahrung gemacht. Sie haben gedacht, das ist die Liebe meines Lebens und der andere schien doch auch so zu sein. Und dann wurde aus dieser Liebe sowas wie Streit, wie Hass, dass man sich angegiftet hat und dann wieder auseinandergesprengt ist. Und gesagt hat, nie mehr mit dieser Person. Und wir haben diese Tiefen, diese Bandbreite der Liebe kennengelernt, die auf der einen Seite eben wirklich diesen Hass da auch hat und da die höchste Form, dieses komplett Aufgehen ineinander, nicht nur rein technisch gesehen, sondern auch wirklich komplett zusammenfinden, zusammenfließen und diese Liebe spüren, wie sie durch diese Verbindung, wow, explodiert und wächst. Ja, da möchte ich jetzt für heute aufhören und möchte dich einladen, einfach nochmal diese Momente zurückzuerinnern, wo du in Liebe gefallen bist, in die Liebe gefallen bist. Und ja, auch wie du das dann verarbeitet hast, wenn es nicht mehr so war. Und ich weiß nicht, wann das bei dir jeweils war. Oder ob die andere Seite auf einmal plötzlich die ganze Sache beendet hat. Und du hast dich gefragt, hat dich derjenige, diejenige überhaupt wirklich geliebt oder hat sie mir nur was vorgespielt? Spannende Themen, ja. Und ja, wenn du zu dem Thema auch Unterstützung brauchst, dann ja, nimm gerne Kontakt über meine Homepage miracura.de auf, wo du auch die Praxis-E-Mail findest, wo wir ja dann möglichst kurzfristig zusammenkommen können. Entweder erstmal über Schreiben und dann vielleicht über WhatsApp-Video, wo wir zusammenarbeiten können, falls du eben nicht in der Nähe von Köln wohnst. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und was kann noch kommen? Schauen wir mal, wenn Teil 4 kommt.